Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Endlich mal wieder eine Waffe, die ich richtig, richtig geil finde und euch zeigen möchte. Und zwar ist das diese geile Lanze. Oh, die sieht so cool aus. Als ich das erste Mal gesehen habe bei Nobu, dachte ich mir, die muss ich auf jeden Fall mal vorstellen und auch auf jeden Fall selber mal zocken. Es ist einfach ein großer Speer, aber es sieht halt einfach aus wie eine Lanze. Richtig, richtig, richtig cool. Ich zeige euch auch gleich, wo ihr die findet. Aber bevor wir überhaupt ins Video starten, ihr kennt das, erstmal zeigen, was sie für einen Schaden macht. Und dann würde ich sagen, buffe ich mich auch einmal komplett hoch. Wie immer hier an meinem Lieblingsgegner. Flamme gibt mir Kraft noch rein. Und dann hauen wir hier das Talent rein. Das Talent, das habe ich euch tatsächlich sogar schon mal gezeigt. Der Eisspeer, finde ich ganz geil. Passt auch perfekt zum Speer. Eisspeer und Speer finde ich ganz cool. Und hui. Einfach so eine geile Lanze. Ah, ich liebe die. Die sieht so cool aus. Also sieht halt echt for real aus wie so eine Lanze. Ich zeige euch das so gleich auch mal auf dem Pferd. Da sieht das auch mega nice aus. Und jetzt blende ich euch einmal ganz kurz dort oben ein, wo ihr sie findet. Und währenddessen erzähle ich euch ein bisschen was zur Lanze. Ich habe hier den Eisspeer drauf gemacht, aber ich denke, ihr könnt da natürlich auch ein anderes Talent draufhauen. Ich finde aber den Eisspeer an sich ziemlich, ziemlich cool. Habt ihr ja gerade gesehen. Schön von hinten ballern. 2000 Schaden, Eis noch drauf. Ist richtig, richtig cool. Aber ihr könnt natürlich auch zum Beispiel, was habe ich denn schon mal gezeigt? Hier natürlich Schwarzflammentornado. Sehr krass gegen starke Gegner. Der macht nämlich prozentual Schaden an. Gegner mit sehr viel Leben. Dann Schimmersteinkiese würde auch gehen. Ist sowas ähnliches wie Eisspeer, aber ein bisschen schwächer. Was geil sein kann, natürlich der Bluthornschritt. Wurde zwar im letzten Update schlechter gemacht, aber könnt ihr natürlich auch nehmen. Und ja, und dann habe ich das Ganze auf Eisig gemacht. Wie sind meine Stats aktuell? Ich habe, da, 40 auf Weisheit. Das können wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen hochboosten. In der Arznei habe ich natürlich auch Magiestärkung. Und auch ohne Buffs macht das gut Schaden. Also 1300 einfach so. Ich bin hier im NG plus 8. Oh, auch Poise-Schaden. Das wusste ich jetzt nicht. Aber geil. FP-Verbrauch ist auch nicht so hoch. Ist echt. Ach, ich liebe es. Ja. Also ich habe gar nicht, habe ich mich überhaupt equipped? Okay, ich habe Ritualschwert-Talisman. Guck mal, ich habe hier sogar noch den Goldskarabäus. Da können wir natürlich hier auch ein bisschen auf Magie gehen. Schärfe von Alexander braucht ihr auch. Und dann könnte man noch den Tänzer-Talisman nehmen, wenn ihr wenig Equip-Load habt. Jetzt zeige ich euch nochmal ganz das Ganze, wie es auf dem Pferd aussieht. Oh, jetzt kommt richtig dieser Ritter-Flair rüber, oder? Ja, ist halt doof, ne? Es wäre cooler, wenn es so pieken würde. Bin ich early? Ah, da! So! Geil, mit R2. Oh ja, das ist doch cool, Leute, oder? Das ist so richtig, richtig. Richtig, richtig cool. Lasst mal gerne eure Meinung zur Lanze da. Das Coole bei der Lanze ist halt auch, ich krieg die halt direkt am Anfang. Ihr könnt also damit auch mal ein Playthrough machen. Stats. Ich habe es auf wertig gemacht, ist weil Stärke und Geschicklichkeit auf B ist immer solide, ist immer ganz gut. Stärke 20, 14, Geschicklichkeit kann man also auch relativ früh tragen. Und 9 Gewicht, also echt eine coole, solide Waffe, die man auf jeden Fall mal benutzen kann. Finde ich sehr cool. Ja, gerne ein Like auf dem Video lassen, ein Abo dalassen, wenn ihr nichts verpassen wollt und bis zum nächsten Mal.